Ich freue mich sehr auf meinen lieben Freund Oliver Polak. Das ist gut für die Quote. Wir dürfen nicht, Olli. Es tut mir so leid. So schön, dass du da bist. Ja, wer ist denn der süße Kleine? Und er hat ja auch einen Hund mitgebracht. Wer ist? Die mache ich immer. Wenn so Leute an mir vorbeilaufen und sagen immer, ah, süß, dann sage ich, der Hund auch, oder? So, du musst den Hund kurz, wir kennen uns schon, also sowohl Hund als auch wir, du musst den Hund kurz vorstellen. Das ist Arthur. Kann Arthur was? Er kann schon Sachen, auf jeden Fall. Aber es ist so ein bisschen so ein Trugschluss, dass Leute sagen ja immer, Hunde verstehen. Ja, das ist ein eindeutiges Zeichen, dass er dich versteht. Hunde verstehen, und es ist nicht so. Hunde, das ist eigentlich nur so die Melodie, die sie hören. Ja. Weil ich kann das mal kurz demonstrieren. Zum Beispiel, Arthur, komm mal her. Sitz. Oh Gott, ist der süß. Geht der Arthur spazieren? Warte mal. Gehen wir spazieren? Geht der spazieren? Ja, warte mal. Komm mal her. Arthur, komm mal her. Hierher. Pass auf, und jetzt? Arthur, hast einen Charakter. Nee. Komm mal her. Sitz. Und pass auf, es ist nur die Melodie. Sitz. Wer wird heute eingeschläfert? Also es ist wirklich, Also es ist wirklich, es hat nur was mit der Melodie zu tun. Wenn Leute sagen, mein Hund versteht mich, der versteht überhaupt nichts. Nein, das ist wirklich so, es ist die Art, wie man es sagt. Die Melodie. Aber natürlich, Arthur, bist du so einer, der dann auf Partys sagt, ah, das ist ein Rescue? Habe ich gerettet. Der wäre in Portugal eingeschläfert worden. In Rumänien wäre der zur Leberwurst verarbeitet worden. Oder ist es so ein Züchter? Der kommt nicht mit zu Partys. Nicht? Nee, der bleibt immer im Auto oder zu Hause. Der lernt auch gerade für einen Führerschein, deswegen hat viel zu tun. Jetzt sehe ich erst, dass hier so eine Scheibe ist. Ja klar, wegen der Sicherheit. Olli, was hat sich denn bei dir so verändert? Du bist normalerweise ein Bühnentier, du bist immer auf Tour. Ja und nein, also eigentlich hat sich bei mir gerade nicht so viel geändert. Also man hat fast schon so ein schlechtes Gewissen, das eigentlich zu sagen, weil ich habe ja den wöchentlichen Podcast mit Micky Beisenherz. Ich schreibe gerade an meinem neuen Buch und habe gerade vor kurzem ja meine neue Fernsehshow abgedreht und schreibt dies und das. Also ich habe irgendwie gerade, bei mir ist eigentlich alles so beim Alten, so, also was jetzt das Berufliche angeht. Und man kann jetzt auch mal sozusagen ohne schlechtes Gewissen zu Hause bleiben und ist nicht immer so Sklave der Gesellschaft, die einen nach draußen zwingt, etwas zu erleben, ne? Das ist auch praktisch, so meine Mutter habe ich nicht immer unbedingt so Bock zu sehen. Jetzt kann man immer sagen, Mama, Corona, Social Distancing. Das war nicht so gut. Es ist ja jetzt, das war ja eigentlich abzusehen. Es gibt so einen parteipolitischen Oppositionsreflex, dass natürlich die Ersten kommen und sagen, jetzt muss es aber mal Lockerungen geben. Ne? Glaubst du, dass das eben so ein Reflex ist, um mal wieder das Parteipolitische nach vorne zu stellen? Oder ist es schon wirklich Zeit, diese Maßnahmen zu lockern und eben die Kinos zu öffnen oder so? Naja, ich glaube natürlich schon, dass grundsätzlich Sachen gelockert werden müssen, weil sonst, ja, wirtschaftlich ist eine Katastrophe. Aber natürlich kann man sich fragen, warum kann ich in Obi gehen und nicht in Saturn? Ne? Ja. Und ich glaube schon, dass der erste Schritt wäre, also ich bin jetzt auch kein Experte oder so, aber dass man das wie in Supermärkten oder in diesen Drogeriemärkten macht. Ne? Man hat einfach eine bestimmte Anzahl von Einkaufswagen, ne, die jetzt rein dürfen, Leute. Und ich denke, so kann man dann auch die großen Geschäfte wieder aufmachen. Man muss einfach nur kontrollierter schauen, ne, wie viele Leute sind im Markt. Vielleicht muss man mit Masken arbeiten. Und ich glaube, U-Bahn und so, da muss man einfach irgendwie mit Masken arbeiten. Aber ich glaube, bevor wir wieder Musiker, Stand-up-Comedians auftreten können vor großem Publikum, das wird auf jeden Fall noch dauern. Aber ich denke, bestimmte Sachen sollte man auf jeden Fall überdenken. Und wie du sagst, ne, das sind natürlich immer politische Interessen. Ne? Die denken an die nächste Bundeskanzlerwahl, bestimmte Leute. Und ja, man kann nur hoffen, dass Menschen das irgendwie gerade aushalten. Und ich finde es in Deutschland schon sehr vorbildlich, muss man einfach auch mal sagen. Ja. Da ist der Deutsche ja gut. Wenn ihm was gesagt wird, mach das, dann macht er das irgendwie. Und das funktioniert irgendwie gut. Man hat das Gefühl, dass alle die Lage verstehen und sich irgendwie dran halten. Und was war das für ein Husten, Olli? Das war zu wenig Wasser. Hier in dem Wasser, das kannst du nehmen.
Die Scheibe hat schon ihren Sinn hier. Ich rauche manchmal. Während du trinkst, gucken wir mal ganz kurz rein in deine neue Talkshow. Du hast eine neue Talkshow beim RBB. Und es ist eine spezielle Talkshow. Wir schauen uns einen kurzen Ausschnitt an und dann reden wir über eine Sendung, in der geredet wird. Wir reden über mehrere Themen heute. Mhm. Aber ich weiß gar nicht, über welche Themen wir reden, weil die in so einer Kiste sind, in so Bällen. Und ihr zieht quasi ein Thema. Mhm. Und dann haben wir immer so 12 Minuten Zeit, um über dieses... Pro Thema, genau. Scheiße, indeed. Toiletten, in Klammern Dixie, Durchfallflugzeug. Jo, okay. Ich sag gar nichts dazu. Ich habe ganz lange gedacht, oder bis ich so, glaube ich, 13 oder so 12, 13 war, habe ich gedacht, dass weiße Leute weiße Scheiße, also für mich war das völlig logisch. Warum denn nicht? Also, ja. Wow, ja. Aber total, nee, ich finde es total nachvollziehbar, den Gedanken. Aber das, ich habe, mein Stiefvater ist ja weiß und wir haben uns ja wir haben ja in einem Haus zusammengelebt. Und es war, und ich habe es dann halt irgendwann, ich kann mich nicht an diesen einen Moment erinnern, wo ich so gemerkt habe, oh mein Gott, nein, ihre Scheiße ist auch dunkel. Das sind aber relevante Themen. Und wo, wenn nicht im RBB, so kann man darüber lustig sprechen? Das ist Anna Duschime. Die ist wirklich eine der lustigsten Frauen, die ich so getroffen habe in den letzten Jahren. Also sie sollte auf jeden Fall Stand-Up-Comedy machen. Wie wählst du die Gäste aus? Weil das finde ich so angenehm erfrischend, dass man mal eben nicht die klassischen Schauspieler, Musiker und Moderatoren in einer Show sitzen hat, die wieder ein neues Buch, einen neuen Film oder eine Tour promoten wollen. Ich hatte einen Traum, ne? Das war ganz absurd. Ich hatte so einen Traum, wo ich irgendwie in meinem James Purse-T-Shirt, ich weiß es noch genau, in meiner James Purse-Unterhose, auf so einem weißen, runden Bett lag. Und plötzlich war aber mein Schlafzimmer weg. Es war wirklich ein Traum. Und dann saßen so 8 Frauen um mich rum, so im Kreis. Den Traum kenne ich, ja. Bitte? Wie den Traum kenne ich? Nein, nein. Nein, nein, die, das war... Vielleicht waren wir da zusammen, ich weiß es nicht. Das ist so, den Traum kenne ich so ein bisschen wie bei Book of Mormon, The Spooky Mormon Hell Dream. Ne? Nein, nein, aber es war nicht der Traum, den du hast mit denen. Und da waren diese Frauen und ich kannte diese Frauen auch. Und mir war klar, ich muss eine Talkshow machen, wo ich die alle einlade. Und wie du gerade ja gut erkannt hast, das sind vielleicht nicht unbedingt Gesichter oder Menschen, die man jetzt schon in 1000 Talkshows gesehen hat. Aber wenn man so auf Twitter liest oder auch die Taz und verschiedene andere Spiegel Online, sind das ganz viele Gäste, die ich da habe, die eine sehr gute Stimme haben und sehr viele wichtige, sehr viele schlaue, existenzielle Sachen in ihrer Arbeit. Wie sagt man, jetzt fehlt mir gerade das Verb. Publizieren. Publizieren, ja. Und mir, ich wollte einfach diese, ich hatte eben genau diese Gesichter vor Augen und ich habe diese Gäste halt alle in diese Show eingeladen und wollte einfach mal so eine Talkshow machen, wie es so vielleicht vorher noch nicht so unbedingt da war. Und ja. Ist das deine Faulheit, dass du sagst, ich will keine Themen vorbereiten, gebt ihr uns was und wir reden dann drüber? Nee, das ist ja genau das Ding irgendwie, dass man, also ich bin eh selber ein neugieriger Mensch, so dass ich bei Menschen gerne Knöpfe drücke und gucke, was passiert. Und ich hatte schon mal eine Fernsehshow, wo ich ja auch nicht wusste, wer zu Gast ist. Ich liebe einfach diesen Überraschungsmoment und diesen Moment, wo man sich dann wirklich das erste Mal mit einer Sache auseinandersetzen muss. Und so war das. Es gab 20 Themen, glaube ich, in diesen Bällchen. Und Themen waren zum Beispiel eben wie jetzt Toilette, dann aber auch Tod, Thema Erwachsenwerden, Frühstück bei McDonald's, die verschiedensten Themen. Und wo wir dann einfach zusammen in der Sendung mit den Gästen nachdenken und die so, und manchmal kommt man auch von wo ganz anders da dann hin irgendwie. Und ich glaube, das ist vielleicht das Interessante hieran auch, es kann mal total lustig sein, aber es kann auch mal sehr ernst und vielleicht auch sehr traurig sein. Ne, wie die Anna gerade da jetzt über Toilette redet, aber irgendwann später in der Sendung. Es ist hart. Also ich habe die komplette Sendung gesehen. Es gibt einige Themen, da wird der Mund erstmal trocken. Und genau, wo sie dann aber wiederum davon erzählt, wie sie während dem Genozid in Ruanda aufgewachsen ist. Ja, ich danke diesen Gästen auch total, dass sie gekommen sind. Ich habe auch so einen Respekt vor ihnen allen, dass sie so offen waren und über diese ganzen
Sachen auch so frei gesprochen haben. Und ich glaube, das fand ich ganz interessant, weil es öfter ja auch eben so vorher so Talkshow-Absprachen gibt, wie du gerade schon gesagt hast, hey, ich habe hier ein Buch und dann bla bla bla. Und das war halt dadurch, glaube ich, irgendwie ganz real. Und wie Anna Dushime, auch das habe ich von ihr jetzt übernommen, immer sagen würde, it is what it is. Ja, sehr schön. Fast ein schönes Schlusswort. Vorher möchte ich gerne von dir wissen, wenn du jetzt gleich nach Hause gehst, was mir das Herz bricht, weil ich möchte dich gerne hier behalten, zusammen mit Arthur. Fällst du dann in ein Loch, wodurch jetzt eigentlich wahrscheinlich auf Tour wärst? Du würdest doch jetzt auf Bühnen stehen eigentlich. Nee, überhaupt nicht. Also ich habe sehr viel zu tun. Unter anderem ja zweimal die Woche der Podcast mit meinem Freund Micky Beisenherz. Herzliche Grüße. Audible, den du ja auch sehr gut kennst. Und wir wären jetzt in der Tat gerade eigentlich auf Tour gewesen mit unserem Podcast, mussten die Tour aber abbrechen aufgrund der Situation. Und wenn alles gut geht, gehen wir im Dezember mit dem Podcast wieder auf Tour, der Micky und ich. Also es gibt eigentlich gar keine Entschuldigung dafür, nichts von dir künstlerischer Art zu konsumieren. Es gibt den Podcast, es gibt die Fernsehsendung und es Bücher. Gibt Bücher. Es gibt einen Instagram-Livestream, den du, ich glaube, als einziger deutscher Comedian gehst du bei Instagram live. Auch das kann man machen. Das hat Olli erfunden. Das ist eine ganz verrückte Idee. Das und ein Podcast macht nur Oliver Polak. Es ist sensationell gut, dass du den weiten Weg auf dich genommen hast zu uns. Warum eigentlich jetzt in Frankfurt und nicht mehr in Berlin? Ich mag Frankfurt sehr gerne, beste Stadt. Aber alle sagen doch Berlin. Nee, Berlin, klar, es gibt viele Dinge, die geil sind in Berlin. Ich glaube, das Einzige, was du in Berlin hast, was du nicht in Frankfurt hast, ist, da kannst du Freitag in Club gehen, dich anpissen lassen. Samstag kannst du in Club gehen, dich da anscheißen lassen. Und wenn du Sonntag wiederkommst, haben die es noch nicht weggeräumt und du kannst es noch aufessen. Also das ist vielleicht das Besondere an Berlin. Aber ansonsten ist Frankfurt auf jeden Fall interessanter. Solche Clubs gibt es auch in Baden-Baden. Und an dieser Stelle nochmal vielen, vielen herzlichen Dank an alle, die in der Pflege arbeiten. Vielen Dank an Oliver Polak. Podcast, Buch, Instagram Live und natürlich Träume von Oliver Polak, verfilmt beim RBB. Nächste Woche Besser als Krieg heißt die Talkshow. Vielen Dank auch an Arthur, vielen Dank an Konzi. Wir sehen uns nächste Woche wieder, dann ist Maxi Stettenbauer mein Gast und es geht weiter mit der Englandreise. Bleiben Sie gesund, sich treu und bis nächste Woche. Auf Wiederfernsehen. Vielen Dank.